Seid herzlich gegrüßt in Arniswald. Neben dem wahren Hotspot an ursprünglichen Dolmen hat die Samtgemeinde Sögel auch einen ganz besonderen Steinkreis zu bieten. Der moderne Steinkreis. Der moderne Steinkreis liegt auf einem Landstrich zwischen drei Feldern. Die Umgebung zusammen mit dem Steinkreis strahlen eine wunderbare Ruhe aus, was an den strukturierten Aufbau dieser Städte liegen könnte. Im Jahre 2000 wurde auf einem Acker ein sehr großer Stein entdeckt. Es wird vermutet, dass es sich dabei um einen Altar oder Opferstein handelte. Der sehr engagierte Pastor der Franziskusgemeinde Werpelow und Kapuzinerpater Matthäus Bergmann nahm sich seiner an. Pater Matthäus, wie er genannt wurde, interessierte sich sehr für die Verbindung der sogenannten Fernvisierlinien. Es handelt sich dabei um die Lehre der Ordnungsprinzipien der Natur, auch geomantische Denkweise genannt. Bei der geomantischen Denkweise geht man davon aus, dass die Erde ein lebender, beseelter Organismus ist, der auf der physischen Ebene die sichtbaren Landschaftsformen bildet. Auf der vitalenergetischen Ebene Wasseradern und Erdmagnetismus. Auf der emotionalen Ebene morphogenetische Felder und auf der seelisch-geistigen Ebene einen Raum jenseits von Raum und Zeit. Diese Energiefelder können auch von Wünschelroutengängern ausfindig gemacht werden. Neben den sogenannten Ebenen besteht die Lehre der Geomantie auch aus der Lehre von Leylinien. Leylinien sind Kraftlinien ersten Grades und nähren das Landschaftsgefüge mit universeller Lebenskraft, Informationen und Energie. Oftmals befindet sich gerade auf Kreuzungen dieser Leylinien Kirchen, Burgen, Schlösser, Dolmen und Steinkreise. Auch auf Kreuzungen unterschiedlicher Kraftlinien findet man diese Bauwerke. Aufgrund seines fundierten Wissens wurde Pater Matthäus Initiator, Planer und Erbauer des modernen Steinkreises, der zwischen den Orten Wippingen und der Hümmling-Gemeinde Werpelow zu finden ist. Mit dem Wissen und der Symbolik der nordischen Naturreligion, aber bestimmt vom christlichen Denken, vermittelt es eine Art ganzheitliches Gottesverständnis, heißt es auf der Informationstafel, die vor dem Steinkreis aufgestellt wurde. Laut Pater Matthäus haben die Anordnungen der gesamten Anlage eine Vielzahl von Bedeutungen, die im Zusammenhang mit dem Steinkreis bestehen. Es führen zwei Zugänge zu dem harmonisch wirkenden Steinkreis. In der Mitte wurde der Altarstein aufgestellt. Auf dem zentralen Altarstein befindet sich eine eingemeißelte Markierung, die den Auf- und Untergang der Sonne zur Sommersonnenwende markiert. An der Stellung der Sonne zu den Steinkreisen orientierten sich die Bauern bei der Bestellung ihrer Felder. Auch als Hilfsmittel zur Toten- und Götterverehrung wurden sie genutzt. Die auffällige Struktur und die einzelne Aufstellung der Steine nach dem geomantischen Muster ist faszinierend.
Man spürt starke Energie, die förmlich in der Luft knistert. Ebenso verschwinden körperliche Beschwerden. Und das ist noch nicht alles, was diesen Steinkreis so einmalig macht. Denn das herausragendste Merkmal des modernen Steinkreises ist eine Statue, die sich im aufwendig dafür angefertigten Weststein befindet. Der aus Granit bestehende Stein wurde von innen mit Amethysten ausgestattet für eine Statue, die Pater Matthäus eigens restaurierte. Eine schwarze Madonna, die er aus Assisi mitgebracht hatte. Diese schwarze Madonna fand an dem Tag der Einweihung am 24.06.2004 ihren Ehrenplatz im Granitstein, natürlich zur Sommersonnenwende. Aus christlicher Sicht sei die Mutter Gottes Ursprung allen Lebens und die Geburt ihres Sohnes, Jesus, deutet darauf hin, dass das Leben durch eine höhere Instanz aus der Energie der Sonne entstanden ist. So steht es auf der Informationstafel und bildet so eine Symbiose zwischen der christlichen und nordischen Naturreligion. Empfehlen möchte ich, sich seine Edelsteine von zu Hause mitzubringen, denn hier lassen sie sich ganz hervorragend aufladen. Viel Freude dabei, wünscht Arnie.